Wir haben den Namen vorhin schon mal gehört, Grafhopper. Und wir hören jetzt von dem Peter, was man mit Grafhopper machen kann, wie die Entwicklung bisher war und einen Ausblick in die Zukunft, was es so demnächst geben wird, das kriegen wir auch noch. Bitte schön. Genau. Ja, willkommen zu meinem Vortrag über die Grafhopper Routing Engine. Und zunächst einmal eine Frage, wer von euch kennt denn Grafhopper hier? Mal Hand hoch. Ja, das sind doch die meisten. Wer von euch hat es auch schon mal genutzt, also jetzt selber aufgesetzt? Ja, das sind schon deutlich weniger. Und wer von euch hat es schon mal angepasst oder die Java-API verwendet? Da ist es dann deutlich geringer. Alles klar, dann weiß ich ungefähr, worauf ich mich einlasse. Ja, aber zunächst, wer bin ich? Also ich bin Physiker, Programmierer und Problemlöser. Zusätzlich auch, insbesondere auch neugierig und einer der Gründer der Grafhopper GmbH. Also wir haben zu dem Open-Source-Projekt eine Firma gegründet und unser Ziel ist es, sämtliche Werkzeuge zur Routen- und Tourenplanung zu entwickeln und dabei möglichst Open-Data und Open-Source zu verwenden und große Teile eben selber auch diese Software als Open-Source zu veröffentlichen. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, Geld zu verdienen. Es hört sich teuflisch an, aber es ist halt sehr wichtig, dass wir halt auch ein längerfristiges Ziel im Auge behalten können, eben die Routing Engine und JSprit am Leben zu behalten und dann auch wieder das Geld dann auch in die OSM-Community und in unsere eigene Open-Source-Community zurückfließen zu lassen. Genau diese Folie hatten wir schon mal gesehen, also die Grafhopper Routing Engine ist eine Java-Bibliothek oder ein Webservice für Routing. Das macht jetzt keine Tiles oder Visualisierung und auch kein Geocoding. Wobei natürlich, wir haben auch eine Demo, die Grafhopper Maps Demo, wo man eben das alles zusammenbringt, um eine funktionsfähige Routenplaner, Webroutenplaner zu bauen, den ich dann auch noch zeigen werde. Grafhopper Routing Engine ist schnell und speichereffizient und nutzt OpenStreetMap-Daten. Wir können natürlich auch andere Daten, TomTom-Daten oder es existiert einen Navtec-Importer, also für hier Maps-Daten kann man da auch importieren. Und Algorithmen gibt es verschiedene, also Dijkstra, A*STAR, das sind so die normalen Algorithmen, würde ich sagen. Und dann, also das heißt bei uns halt der Flexible Mode bei der Grafhopper Routing Engine. Und dann gibt es noch das CH hinten, das ist Contraction Hierarchy, das ist der Speed Mode. Und zwischendrin, also zwischen flexibel und schnell, gibt es noch einen Hybrid-Mode, das sind die Landmarks. Komme ich eigentlich dann nicht im Detail dazu mehr, aber es gibt halt eine verschiedene Anzahl an Algorithmen, wo man auswählen kann, ob man jetzt besonders flexibel sein möchte, also pro Anfrage andere Sachen bevorzugen möchte oder ob man einfach nur brutal schnell sein will. Und wir bieten out of the box ein paar Profile an, Fußgänger, Auto, Motorrad, Fahrrad und auch ÖPNV, also zeitabhängiges Routenplanung mit Fahrplandaten, wenn man halt die GTFS-Daten noch dazu hat, wie das der Fall ist, zum Beispiel Berlin-Brandenburg, Sachsen ja leider nicht, noch nicht. Und genau, das ist jetzt so die Grafhopper Maps Demo. Vielleicht kann ich da mal, wo ist meine Maus? Genau, das ist so der, also die, eigentlich ist nur Grafhopper die grüne Linie und die Abbiegehinweise und die Höhendaten. Alles andere, also die Map und auch das Geocoding, was gemacht werden muss, das kommt von anderen APIs, von anderen Services. Genau. Und in OpenStreetMap sind wir halt eine der zwei Routing Engines integriert. Grafhopper verwendet jetzt eben das, wie der Name schon sagt, das normale graphbasierte Modell, den halt Mathematiker verwenden. Und wie kommen wir dahin? Also wir haben halt die
Satellitendaten, wie man hier sieht, und machen daraus erstmal die OSM-Daten. Also OSM speichert halt Nodes und Ways und Relations. Und in Graphhopper haben wir dann ein leicht anderes Format. Also nicht jeder OSM-Knoten ist ein Graphhopper-Knoten. In Graphhopper sind nur die Kreuzungsknoten die wichtigen. Die heißen bei uns sowas wie Tower Nodes oder Junction Nodes. Und dann haben wir natürlich Kanten, also die verbinden dann diese Junction Nodes und auch Turn-Informationen. Auf jeder Kante speichern wir verschiedene Attribute. In der neueren Version kann man dann mehr oder weniger alles mit relativ wenig Aufwand reinspeichern. Und Geometrie, Distanz, Geschwindigkeiten für die verschiedenen Fahrzeuge kann man direkt reinspeichern, muss sie nicht on the fly ausrechnen, man kann die aber auch on the fly ausrechnen. Und dann haben wir ein sehr einfaches Storage-Modell unten drunter, das man entweder im Speicher halten kann oder memory-mapped auf der Festplatte. Darauf werde ich jetzt aber nicht näher eingehen. Das ist eine einfache Linked-Liste von Kanten für jeden Knoten. Und wenn man das jetzt mal so laufen lässt, das Blaue, was sich da jetzt aufzeigt, das ist der sogenannte Shortest Path Tree, also der kürzeste Wegebaum. Und mit Hilfe dieses kürzesten Wegebaums, also für jeden Strich in diesem Baum, berechnen wir die Gewichtung und können dann am Ende, wenn wir dann das Ziel gefunden haben, unseren kürzesten Weg zurückgeben. Das ist jetzt der gerichtete Dijkstra sozusagen, also der sogenannte A-Star. Und das Interessante ist eben der Unterschied, also wenn man jetzt, das war also der unidirektionale A-Star, wenn man jetzt einen bidirektionalen A-Star nimmt, dann verringert sich nochmal die Knotenanzahl oder halbiert sich grob gesprochen. Also jetzt hier in dem neuen Beispiel oben rechts, die Knoten, die man da traversiert hat, hatte ich mir aufgeschrieben, waren eben so ungefähr bei 25.000. Der unidirektionale A-Star, der hätte doppelt so viel, wäre bei 50.000 Knoten, die man eben besuchen muss, bevor man die beste Route mit Sicherheit ausgeben kann. Und bei dem sogenannten Speed Mode, also Contraction Hierarchy, das sehen wir unten rechts, noch deutlich vergrößert die Knoten, weil es so wenige sind, das sind dann nur noch 600 Knoten. Also ein Faktor, weiß nicht, 50 oder so, weniger Knoten, die man da besuchen muss. Erfordert aber auch ein paar andere Änderungen, längere Importzeit und so weiter. Also das jetzt nur so ein grober Überblick. Ein paar Einblicke jetzt eben in die aktuellen Entwicklungen vom 2018. Da haben wir zwei Versionen veröffentlicht und das Die wichtigen Änderungen waren, dass wir am Kern einige Sachen verbessert haben. Also wir haben die Möglichkeit jetzt für den zurückgegebenen Pfad Details auszugeben, also Path Details kann man ausgeben. Hier sieht man Average Speed, kann man dann quasi sich an jeden Punkt des Pfades eben zurückliefern lassen. Ein neues Web Framework verwenden wir jetzt, wo es eben den Entwickler einfacher macht, neue Service-Endpointe anzubringen und wir haben ein besseres Release-Management, das heißt, man braucht nur noch ein Commit taggen und zack ist das Ganze in Maven. Das hat auch sehr lange gedauert und ist aber sehr komfortabel natürlich jetzt. Und als eines der größeren Änderungen oder größeren Features quasi für die Open-Source-Welt ist, dass wir die Isochron-API Open-Source als Open-Source veröffentlicht haben. Das war vorher quasi ein Teil vom Closed-Source-Projekt und jetzt ist es Open-Source. Da hatten wir auch mal so einen Blogpost über DeckGL. Das ist das Bild rechts unten. Das ist auch eine sehr interessante Sache, wo man Millionen von Kanten im Browser visualisieren kann und die Performance ist beeindruckend. Jetzt werde ich allerdings nur ganz kurz die Isochron-API zeigen. Ich hoffe, das WLAN. Jemand hackt immer unseren API-Key, das ist natürlich jetzt scheiße. Also jemand missbraucht den, deswegen ist jetzt das API-Limit erreicht, aber ja, das passiert irgendwie in den letzten Tagen. Einer von euch ist das nicht zufällig, oder? Also das soll das bitte sein lassen, weil das passiert irgendwie in den letzten Tagen ständig. Muss man immer irgendwie die IP blocken und es nervt tierisch, aber
baue ich mal irgendwann ein Feature ein, das das automatisch blockt. So, die Public Transit, das Public Transit Modul hat sich auch deutlich weiterentwickelt. Also man kann jetzt mehrere GTFS-Feeds einlesen, also mehrere Agencies pro Stadt hat oder einfach mehrere Orte und die dann in einem Graphen halten möchte. Und zusätzlich wurde eben auch das GTFS Realtime Routing deutlich schneller. Und in der nächsten Version, als quasi auch als Ausblick, haben wir die Isochron API mit Public Transit verheiraten können. Das ist quasi das, was man rechts sieht, wo dann so einzelne Inseln aufpoppen, weil man da quasi irgendwie eine Haltestelle, na toll, eine Haltestelle hat. Und genau, also so eine, ganz viele Bubbles, die sich dann rechts unten oder auch Löcher, die in dem Polygon dann entstehen. Ja, das ist eine, finde ich, sehr positive Entwicklung. Und wir hatten jetzt noch im 011 oder 12, ja, das war glaube ich 011, haben wir jetzt noch das Map Matching deutlich beschleunigen können. Also, was ist Map Matching? Dazu vielleicht einfach kurz. Die Demo müsste, nee, die geht ja nicht. Schade. Ja, also das Map Matching ist einfach, dass man halt eine Liste von GPS-Koordinaten hat und man schmeißt die jetzt gegen den Graphen und kriegt zurück eine feine Geometrie. Aber dadurch, dass wir eben auch Path-Details zurückliefern, kann man sich dann eben auch die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Maximalgeschwindigkeit, die Surface von OpenStreetMap, all die Daten, die man halt im Graphen auch speichert, kann man sich dann auch zurückholen. Also mit einer Liste, also wenn man jetzt wandern geht, das aufnimmt, dann kann man eben diese Daten zurückliefern, aber auch genauso die Abbiegehinweise für einen, ja, für einen Wanderer. Dafür ist Map Matching geeignet und wir haben die halt deutlich beschleunigen können. Jetzt noch den Ausblick. Genau, also das kann ich jetzt aber, da ist ein anderer API-Key dahinter, den kann ich jetzt zeigen. Also diese Path-Details, die ich schon mal erwähnt habe, da haben wir eben die können wir jetzt zurückliefern und die kann man sich auch ganz hübsch visualisieren lassen. Also hier jetzt rechts unten sieht man halt in dem Graphen, an den Teilstrecken gibt es halt Asphalt und dann irgendwann ist das irgendwie paved. Also die verschiedenen OSM-Attribute, das sind natürlich jetzt nicht alle. Da müssen wir noch ein bisschen verbessern und mehr Krips reinstecken. Aber das wird definitiv detaillierter und mehr Daten reinkommen und nicht nur Surface, sondern auch Highway Type. Also wir haben es Road Environment genannt, also ob das jetzt Ferry oder Tunnel oder Bridge ist und so weiter und so fort, das geht dann alles relativ gut. Und genau, und dann kann man natürlich auch nicht nur das ausgeben, sondern basierend auf diesen Daten wiederum die Route beeinflussen. Man kann dann Tunnel vermeiden, Brücken vermeiden. Und da werde ich dann jetzt ganz kurz eine Demo noch einschieben. Ich glaube, das ist ganz interessant. Wenn es mal nicht klappen soll, dann klappt es. Also das ist jetzt so eine normale Fußgängerroute und wenn ich jetzt diesen hochexperimentellen Branch aktiviert habe, dann kann ich da jetzt mein YAML-File rein kopieren. Dann nehme ich jetzt gleich mal
eine sehr, sehr vereinfachte Form von vom Wheelchair. Das heißt also, ich will auf keinen Fall, dass der Highway-Type Steps darin vorkommt. Und ich will auch Cobblestone vermeiden, also kein Kopfsteinpflaster. Und dann mache ich dem da einfach einen Faktor von 10. Also die Zeit oder das Gewicht soll verzehnfacht werden. Und dann vermeidet er mir jetzt in dem unteren Bereich Cobblestone. Und da hinten am Bahnhof verwendet er jetzt aktuell noch eine Treppe. Und das vermeidet er ihm dann, wenn ich dieses Skript da anwende. Und was ganz besonders interessant ist, also vermutlich für Entwickler, dass wir auch Scripting können. So, da möchte ich, Moment, genau, also ich kann ganz kurz erklären, was das macht, aber damit man das sieht, brauche ich eine andere URL. Nein. Genau, also das ist jetzt irgendwo, weiß gar nicht, westlich von Dresden, und wenn man jetzt das Skript da reinpastet, dann, was macht er dann? Dann vermeidet er die Autobahn, also Motorway, kriegt einen Faktor 3 irgendwie rangeklatscht und genau, das ist Vermeidung. Wenn man jetzt nur einen Faktor 2 nehmen würde, dann nimmt er halt einen Teil von der Autobahn noch mit. Und der Faktor 1 ist dann gewöhnlich einfach alles mit Autobahn. Und das Interessante hier an dem Aspekt ist, dass er wirklich jetzt für jede Kante, ach so, ich wollte es noch das Ganze geht dann auch. Genau, was hier jetzt dazwischen steht, das ist Java. Das wird von einem Compiler, der heißt Janino, das ist ein Open-Source-Projekt, das wird dann in Java Bytecode übersetzt, bei der Anfrage übersetzt, und der erzeugte Code wird unter Umständen eben Millionen Male aufgerufen und ist nicht messbar langsamer als nativer Java-Code. Der kann auch zusätzlich noch von JIT, also von Java, optimiert werden. Genau, und wenn man das jetzt sieht, also jetzt kann man natürlich keine Unterschiede in der Performance oder so feststellen, also es ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt, das Routing customizable zu machen. Natürlich für B-Router-Fans ist das nichts Neues, die haben halt ihre Scripting-Sprache. Wir wollen keine neue Scripting-Sprache erfinden. Und wie gesagt, das ist auch ein hochexperimenteller Branch, da wird es sehr schwierig werden, das zu integrieren. Genau, ja, dann komme ich jetzt zurück zur Präsentation. Und wollte noch eben erwähnen, also Abbiegerestriktionen gibt es dann auch für den Speed Mode in Zukunft und hoffentlich auch alternative Routen. Die gibt es aktuell nur für den Flexible Mode oder Hybrid Mode. Und ganz wichtig ist das Android-Navigations-SDK, also mit Graphoper-Routen. Routing-Server kann man jetzt eine Navigations-App bauen und das ist auch 100% Open Source. Wurde vom Mapbox-Navigation-SDK geforkt, aber es hat halt den Closed-Source-Teil da rausgeschmissen. Das ist noch eine kleine Werbung eingebaut. Ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht so interessant, und das war's. Ja, vielen Dank.
Ich gebe mal dann gleich mal ins Plenum. Gibt es Fragen dazu? Ja. Alexei Walikow, Deutsche Bahn. Was mich natürlich sehr interessiert, ist der Stand und die Pläne bezüglich multimodalen und ÖPNV-Routing. Sieht er das jetzt sozusagen als fertig oder ist da noch weitere Entwicklung geplant? Sind da noch größere Lücken in der Umsetzung? Ich meine jetzt nicht die Daten, sondern die Umsetzung. Nee, da sind sicherlich noch Lücken. Also gerade multimodal, also wir können zwar ÖPNV plus Fußgänger, aber echtes multimodales Routing können wir nur nach Anpassung, sage ich mal, jetzt nicht so out of the box. Also das ist auf jeden Fall noch etwas, in der Richtung werden wir noch mehr machen. Dieser experimentelle Scripting-Mode, funktioniert der, oder Scripting funktioniert in allen Modi oder funktioniert der bloß im A-Star Dijkstra oder? Der funktioniert außer im Speed-Mode bei den anderen auch, wenn man, genau, unter gewissen Einschränkungen, auch beim Hybrid. CH funktioniert nicht, also im Speed-Mode geht es nicht. Also wir haben, also man kann sozusagen dieses Skript dann nehmen, um ein Profil zu erstellen, was man dann wiederum abfragen kann. Also man kann sagen, hier, ich habe das Skript und nenne das halt irgendwie Custom Car und dann kann man es dann bei der Abfrage, ist es dann aber fest und starr. Aber man kann dadurch eben ohne Java-Kenntnisse auch sein eigenes Profil sich zusammenbauen und das dann auch schnell machen. Zwei Fragen mit einer Antwort gerade erschlagen, habe ich gemerkt. Weitere Fragen? So aus OSM-Sicht fällt mir immer wieder auf, dass es viele Attribute in OSM gibt, die in den meisten Routern auch bei euch noch nicht unterstützt werden. Das sind so Dinge wie Plätze oder das Vorhandensein von Gehsteigen, gerade im Fußgänger-Routing. Ist denn da geplant, die Logik für die Extraktion der Routing-Graphen mal ein bisschen zu verbessern, dass sowas auch irgendwann da Eingang findet? Also wir leben halt von Kontributionen, also wir fokussieren unsere Energie schon auf Themen, die wir wichtig finden. Und das heißt, also da laden wir euch oder dich herzlich ein, zu verbessern, wo du denkst, was verbessert werden muss, weil es gibt einfach unendlich viele Dinge, die verbessert werden müssen.